Da möchte ich jetzt den noch weg. Ja, und da kommt jetzt nämlich schon das Wasser rein. So, dann merken wir uns das Ganze mal so. Buddeln hier so ein bisschen erstmal den Fußboden weg, damit wir hier vernünftig gleich mit der Hacke arbeiten können. Und dann werden wir das mal so machen. So, haben wir das. Hier muss jetzt erstmal wieder Kabel an die Decke. Den können wir eigentlich auch noch austauschen gegen Cobblestone. Huch, der ist da falsch. Falsch, falsch, falsch. So, das sieht besser aus. Da in der Ecke tropft das jetzt noch. Da werden wir aber später noch eine Fuhre Kies raufschmeißen. So, hier hat es jetzt gerade eine Fackel von der Wand geschwemmt. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack. Die wird es wahrscheinlich auch bald wieder zerlegen, aber egal. Nachsetzen kann man immer mal. So. Jetzt kommt der interessante Part. Wie weit können wir hier gehen, bevor das Wasser kommt von oben? Das geht erstmal. Hier war ja jetzt auch nur Erde, das hatten wir ja oben gesehen. Das heißt theoretisch... Ja, da ist jetzt nämlich Sand. Theoretisch können wir jetzt hier nämlich den nächsten hier drüber, glaube ich, schon nicht mehr abbauen. Ohne dass wir da mit Glas quasi die Löcher stopfen müssen. Das heißt, wir brauchen Glas. Und wir brauchen erstmal was zu essen. So, nach oben müssen wir doch nicht hier den Zugang machen. Aus dem einfachen Grunde, weil wir sowieso immer in die Hütte müssen und das ist hier nun mal der kürzeste Weg. Und auch der sicherste. So, dann kann ich vielleicht gleich noch eins der Glas fertig machen. Muss ich mal sehen. Den Abstieg hier möchte ich auch noch anders machen. Vielleicht mit so einer breiten Dreiertreppe. Muss ich mal gucken. Huch. So, ja, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Erstmal brauchen wir das Glas. Dann brauchen wir die Schilder, brauche ich auch schon mal. Oder wie mache ich das? Ne, das mache ich nicht über Schilder. Doch, das mache ich über Schilder, da habe ich gerade welche. Sonst hätte ich das mit Leitern gemacht, die kann man besser stacken. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich wieder in den Keller. Das werden wir mal dahin austauschen. Die Schilder werden wir mal dahin austauschen. Brauche ich noch irgendwas jetzt im Keller gerade? Eisen. Kann wieder geschmolzen werden. Das kann da hinein. Und das kann hier hinein. Haben wir jetzt 64 davon fertig. Da ist noch Glas. Da schmeißen wir noch ein Stack Glas hinterher. Also beziehungsweise Sand, der denn zu Glas werden soll. Hatten wir eigentlich hier irgendwo schon eine Wüste gefunden? Wenn einer weiß, ob ich hier schon eine Wüste gefunden hat, sagt mal, in welcher Richtung das war. Und vor allem, ach, wir müssten eigentlich erst los und... Naja, wir gucken erstmal, wie lange wir mit dem Glas jetzt auskommen. Danach müssen wir nochmal zur Sandmine. Ganz dringend und da mal noch ein bisschen Kram besorgen. Aber mir wäre es lieber, wenn ich das demnächst aus der Wüste holen könnte. Ich weiß nur nicht, ob ich hier schon eine gefunden habe. Das ist immer so eine Sache. Laufen wir erstmal ein bisschen geradeaus hier und dann ist da hinten ja schon das Teil, wo wir hinwollen. So, hier tropfte das ja schon durch. Wie, was, wann? Okay. Dann machen wir das gleich von außen am besten, mit dem Glas. Dann können wir das auch besser sehen, was wir da machen. Ich muss jetzt nur erstmal die Möglichkeit finden, hier rauszukommen. Dann machen wir das am besten hier vorne, wo wir den anderen hatten. Mal den Scheiß noch wegruppen hier. Wo ich das denn eben stehen lassen? Na egal. So, hier wollen wir erstmal hoch. So. Nehmen wir mal den Wasserfahrstuhl nach oben. Aha, hier sind wir also. Gut, soll heißen, wir müssten diesen Mist hier erstmal wegrupfen.
Das hätte ich hier nämlich gerne als Glas alles. Dann werden wir uns hier nämlich etwas tiefer runterbauen. Nachdem wir jetzt erstmal schnell Luft schnappen waren. Blub, blub, blub. Der Taucher. So, dann sind wir jetzt bis hier hinten. Ich muss schnell nach oben. Jetzt würde ich ganz gerne mir einmal was basteln. Und zwar mir eine Luftstation da unten hinzubauen, damit ich da gleich bauen kann. Das geht nämlich recht simpel. Wir denken uns jetzt erstmal hier ein Schild hin. So, machen wir das so. Sagen dann. Und haben hier jetzt atmungsaktives Luft. Das ist doch herrlich, oder? Da oben geht jetzt auch schon wieder die Sonne unter. Oh, verdammt. Ich brauche Licht. Licht. Wie kriegen wir jetzt am besten Licht rein? Von unten am besten. So, machen wir das so. Und dann haben wir jetzt hier etwas Licht. Ah, sieht doch gleich ganz anders aus. Eigentlich nicht, aber verdammt. Würde ich sagen, hier machen wir auch noch ein Schild hin, damit wir hier vernünftig stehen können. So, und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das heißt, ich muss jetzt erstmal wirklich nach unten, dann ins Haus, dann schlafen und dann wieder hierher. Eieieiei. Ich muss gleich auch erstmal noch die Aufnahme nochmal wieder unterbrechen, weil ich nicht weiß, wie voll die Platte ist. Oh, vielleicht machen wir auch gleich weiter, das sehe ich dann. Aber erstmal einmal schnell ins Haus und pennen gehen. Und dann muss ich kurz unterbrechen. So, und dann machen wir mal Ratzepü. Und jetzt sage ich bis gleich. Tschüss. Ja, da bin ich auch schon wieder. So, kurz auf der Platte ein bisschen Platz gemacht. Das war doch schon etwas knapp. Ich hatte noch knapp 30 Gigabyte frei, hatte ich. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich weiter in den Keller. Da können wir gerade... Sekunde, ich möchte hier nochmal eben die Redstone-Fackeln loswerden hier und noch ein bisschen anderen Krams, den ich eigentlich alles brauche. Das brauche ich nicht und das brauche ich nicht. Das kann weg. Gut, ich würde sagen, das soll langen. Und jetzt gehen wir wieder in die Tiefe und bauen an dem Tunnel weiter. Wollen wir mal sehen. Zack. So. Erstmal wieder bis ganz nach hinten hinrennen hier. Ach, da haben wir ja noch Wassereinbruch, sehe ich gerade. Da war ja was. Es ist Tag. Ist das nicht herrlich, dass Tag ist? So, jetzt können wir nämlich hier, schlau wie wir sind, nämlich einmal richtig schön dicht machen. Und den hier können wir auch wegräumen. Müssen wir auch nicht auftauchen zum Luft holen. Jetzt können wir in unsere Luftblase hier nämlich hineingehen und dann einfach hier von hier aus arbeiten. Es ist wesentlich angenehmer, muss ich sagen. So, und dann wieder zurück in die Luftblase. Und die nächste Lage. Dreck weg. Es geht auch wesentlich schneller, wenn man das einfach hier so von hier aus macht, von der Luft aus. Kurz Luft geholt und weiter geht's. So, und jetzt haben wir hier doch jetzt schon mal einen richtig schönen trockengelegten Gang da unten. Das heißt, wir können eigentlich weiter basteln in diese andere Richtung. Ich weiß, es ist alles gerade ein bisschen duster für euch, aber da kann ich nichts dran tun gerade. Doof ist es klingt. Oh. Luft holen. Außer das kann ich natürlich machen, das muss ich auch. So, und jetzt werden wir das hier mal bis hier alles freiräumen. Und den möchte ich auch noch weg haben. Huch. Sekunde. Ich hatte doch noch Schaufeln, da habe ich noch eine.
So, dann haben wir das jetzt nämlich auch frei hier. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt gleich an, hier nämlich weiter den Scheiß rauszunehmen. Sekunde, ich muss mich einmal orientieren. Hier müssen wir weiter. Das machen wir von hier aus. Hier sehen wir jetzt zwar nicht allzu viel, aber naja, gut, können wir auch von hier draußen machen. Und dann können wir jetzt hier nämlich schön unser Tünnelchen weiter ziehen. Können wir jetzt auch kurz runter, hier unten einmal Luft holen. Und wieder hoch. Komm nach oben mit dir. Komm, schwimm. Alter, schwimm. So, kurz Luft holen. Vorhin mussten wir Glas holen, jetzt müssen wir Luft holen. So, jetzt können wir hier nämlich auch schon... Huch, den wollte er da eigentlich nicht drin haben. Jetzt sieht man leider nicht immer, wie weit er ist damit. Und zum Luft holen. Ist alles ein bisschen jetzt vom Timing abhängig hier und vom von der Luft, die man dabei hat. Müsste der nicht eigentlich schon längst versiegt sein, da unten jetzt der Wasserstrom? Oder ist hier noch irgendwo was offen? Ist doch nichts mehr offen, oder? Nee, hier ist nichts mehr offen. Hm, was das wohl soll. So, und hier werden wir uns jetzt nämlich mal nach unten graben. Damit wir jetzt hier nämlich so eine schicke... so einen schicken Aufgang haben. Da ist noch was offen. Sieh mal eine an. So. Da habe ich den falschen Satz gehabt. Daran lag's. Ja, wenn ich jetzt Leitern dabei hätte, dann könnte ich hier sogar hoch. Aber ich habe keine Leitern dabei. Was machen wir? Was machen wir? Egal, wir graben hier erstmal weiter. Merkt schon, das ist alles sehr zeitintensiv. Und vor allem, man kann jetzt hier richtig schön ins Wasser gucken. Hier links und rechts möchte ich das auch noch ein bisschen wegrupfen. Also hier so ein, zwei Linien in die Richtung. Was ich damit jetzt genau meine, das seht ihr dann schon. Da kann ich sogar noch einen weitergehen. Und hier müsste jetzt auch noch einer sein. Jawohl. So, und dann können wir jetzt hier nämlich die schönste U-Bahn im Wasser jetzt nämlich. Schon mal zumindest den Anfang. So, und dann würde ich sagen, setzen wir jetzt erstmal wieder ein paar Ferkelchen, damit wir etwas Licht haben. 1, 2, 3 Schuss, 1, 2, 3 Schuss, 1, 2, 3 Schuss. Gut. Können wir jetzt hier wieder hoch, mit Hilfe des Sandes, den wir jetzt hier einfach mal hinlegen. Dann können wir eigentlich da hinten gleich noch so eine Station aufbauen. Das packen wir da erstmal hin. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal hier. Da ein Schild und hier ein Schild. Und das hier hinten, das können wir jetzt nämlich einmal wieder wegnehmen. Das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So. Und dann haben wir jetzt hier unser nächstes Projektstück unserer U-Bahn. Soll heißen, wir werden hier jetzt überall Sand hinknallen. Den müssen wir nachher nämlich wieder rausgraben. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würde das nämlich irgendwann passieren, dass wir unten wieder Wasser drin haben. Und das möchte ich größtenteils vermeiden. So legen wir jetzt hier den Sand hin. Bauen dann das andere Zeug drumrum, das Glas. Und haben dann quasi gleich einen trockenen Gang. Huch, na kommst du hier? So. Luft geholt. Der muss auf jeden Fall wieder weg hier. So, und dann ist das hier diese Linie. Huch. Oh, Luft, Luft, Luft! Hilfe, Luft! So.